wuxuuna haystaa ayuu 8 bilood. Die Heuschreckenschwärme begannen vor 8 Monaten zu uns zu kommen. Sie kamen als erwachsene Tiere angeflogen, zerstörten unsere Ernte und ließen nichts übrig. Nicht einmal die Blätter verschonten sie. Unsere Tiere leiden am meisten. Wir haben nichts mehr, womit wir sie füttern können. Als Gott uns endlich Regen schenkte, verschwanden die Heuschrecken erst im Schlamm, aber sie verschwanden nicht ganz. Stattdessen bekamen wir neue kleine Grashüpfer, die genauso alles fressen, was von den Pflanzen übrig ist. Was sie stehen lassen, ist als Viehfutter nicht mehr zu gebrauchen, weil es so stinkt. Wir leiden und suchen verzweifelt nach einem Ausweg, aber nur Gott kann dieses Problem lösen. Diese Woche wurden wir von der Welthungerhilfe besucht. Sie brachten Ausrüstung mit, Schaufeln und Besen, um die Heuschrecken zu fangen. Wir stellen auch Plastikplanen im Kreis um die befallenen Landstücke auf, damit sie uns nicht entkommen können. Die Gemeinde Kalole wurde von der Welthungerhilfe in dieser neuen Technik trainiert und hat dabei eine Menge gelernt. Auch, wie wir selbst erfolgreich diese Pest bekämpfen können. Wir glauben, dass wir mit mechanischen Bekämpfungsmethoden einen entscheidenden Vorteil haben. Dörfer können über Jahre hinweg Heuschrecken kontrollieren, wenn sehr viele Dörfer dazu beitragen und sehr viele Menschen. Und auch wenn Pestizide effektiver sind, bei einem großen Befall von Heuschrecken haben wir die Jahre, die vor uns liegen, im Blick und nicht nur diese Heuschreckenplage.